Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und ich zeige euch heute das Geburtshaus von Adolf Hitler. Wir befinden uns in Österreich, genauer Oberösterreich. Braunau am Inn ist der Ort oder heißt der Ort. Und man kann hier wirklich noch einige Gebäude aus der damaligen Zeit erkennen. Alle ziemlich gut gepflegt. Und wir gehen jetzt direkt zu diesem Gebäude hin, welches mittlerweile unter Denkmalschutz steht. Haus Nummer 15, Geburtshaus von Adolf Hitler, in dem seit dem 17. Jahrhundert als Gasthaus nachweisbaren Haus Salzburger Vorstadt Nummer 15 wurde 1889 als viertes der sechs Kinder von Alois Hitler, vormals Schickelgruber, Zollkontrolleur und später Beamter, bis 1892 in Braunau stationiert und seiner dritten Ehefrau Clara, geborene Pölzl, seiner Cousine zweiten Grades einen Sohn Adolf geboren. Dieser zeichnete sich als Diktator des Deutschen Reiches 1933 bis 1945 für bisher nicht gekannte humanitäre Verbrechen verantwortlich und entfesselte den Zweiten Weltkrieg, in dem mehr als 50 Millionen Menschen starben. Daran erinnert seit 1989 ein Mahn- und Gedenkstein aus Mauthausener Granit. Das war ein KZ von vor dem in Privatbesitz befindlichen Gebäude. Die Stadt Braunau und der Verein für Zeitgeschichte setzte sich vehement für die Aufarbeitung des schweren historischen Erbes, das der Stadt nachgewiesenermaßen durch einen historischen Zufall schicksalhaft erwachsen ist, ein. Wir befinden uns jetzt mitten vor dem ehemaligen Geburtshaus von Adolf Hitler. Und hier vorne ist der gerade erwähnte Gedenkstein. Das ist Marmor aus dem KZ, aus dem Steinbruch Mauthausen. Für Frieden, Freiheit und Demokratie, nie wieder Faschismus, Millionen tote Mahn. Steht hier drauf. Das Haus steht heute unter Denkmalschutz. Das Erbe ist tatsächlich ein schweres, das die Stadt tragen muss. Und andere Länder, Deutschland zum Beispiel, hätte das Haus höchstwahrscheinlich abgerissen, vielleicht aber auch eine Polizeiwache eingesetzt, so wie das in München in der ehemaligen Wohnung ist. Aber das Haus ist weitgehend im Originalzustand. Wenn man sich das einfach mal vorstellt,
Hier ist der kleine Adolf Hitler aufgewachsen. Das hat er jeden Tag gesehen, wenn er rausgegangen ist. Und es ist einfach ein Zufall. Das hätte auch jede andere Stadt treffen können. Aber es hat Braunau am Inn getroffen. Hier wird aktuell gebaut. Fundamentreste sind zu sehen. Volksbrücherei Braunau. Überlegt mal, wie häufig die Hand hier drauf gelegen haben muss. Unvorstellbar eigentlich. Wie gesagt, weitgehend im Originalzustand. So, hier nochmal von hinten. Auch die Lampen sind noch original. Das wäre jetzt nochmal spannend, hier durchgucken zu können. Aber das ist uns leider nicht erlaubt.